Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin der Abdurrahman Brüch, bin 38 Jahre alt und alhamdulillah vor 4,5 Jahren zum Islam konvertiert. Konvertiert bin ich aus einem ganz einfachen Grund, weil Allah an einer ganz bestimmten Stelle in meinem Leben mir ein ganz sicheres Zeichen gegeben hat, das man auf keine andere Art und Weise deuten kann. Ich habe also vor 15 Jahren angefangen, Bücher zu lesen über verschiedene Religionen, sei es über Hinduismus, Buddhismus, über Christentum, die Bibel zweimal gelesen. Und subhanallah, ich habe mich in keinem dieser Bücher wiedergefunden. Und dann ist mir auf eine nicht zufällige Weise ein Koran in die Hände gespielt worden. Und den habe ich dann gelesen. Der war in Deutsch übersetzt. Und subhanallah, ich habe mich direkt wiedergefunden in diesem Koran und habe gemerkt, wo ich den Koran in die Hand genommen habe, dass das die Wahrheit ist. Dieses Gefühl habe ich bei keinem anderen Buch gehabt und die Tatsache, dass der Koran von so vielen Menschen auswendig gelernt ist, 604 Seiten, hat über 6000 Ayat, eine schier unmögliche Leistung, ein Buch auswendig zu lernen, was so groß ist, hat mich davon überzeugt, dass die einzige Religion ist, der wir folgen können, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist, den wir anbeten dürfen und anbeten müssen, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Assalamu alaikum wa rahmatullah.